What up? Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Steep. Wir sind wieder unterwegs mit Aber hallo. Peter. Guten Tag und dem Zauberhuhn Kalli. Dankeschön. Wir machen wieder eine neue Challenge, und zwar eine schwere Challenge diesmal. Ist, glaube ich, jetzt die erste schwere Challenge, die wir zusammen machen. Die nennt sich der Weltraumsprung und der Name ist Programm. Der Weltraumsprung? Moment, ich laufe mal zu dir rüber. Achso, du bist gerade beim am Matterhorn. Meine Zuschauer kriegen immer Krebs, wenn ich sage Matterhorn. Gibt's hier auch einen Matterfall? Ja. Der Matterfall. Oh, ein Tannenbaum dran. Gar nicht. Hallo. Schwer. Du siehst so komisch aus, ne? Ich hab Facecam doch gar nicht an. Ich weiß nicht, ist das jetzt. Oder. Du hast eine Maske auf, ne? Ja, das ist nicht meine Behaarung. Nicht, dass ich jetzt irgendwas falsches sage. Das ist irgendwie ein Yeti-Kostüm und dann habe ich mir den coolen Mantel angezogen. Das sah so ein bisschen aus wie Zweiter Weltkrieg irgendwie. Ich dachte mir, komm, das muss warm sein. Du siehst aus wie ein Psychopath. Du musst in die Klapse. Nein, ich bin normal. Weltraumsprung. Sag mal, was hier die Zielpunktzahl ist. 2000 Punkte steht bei mir dran. Okay, alles klar. Was muss ich denn tun? Ach, das ist Freestyle, einfach runterfahren. In einem Sprung wieder möglichst viele Punkte machen. Oder das, na, das kriege ich hin, pass auf. Ja, das ist halt echt, also dieser Sprung, ne? Und da unten soll ich jetzt heil ankommen, ja? Ja, korrekt. Und die wollen mir sagen, dass das auch im echten Leben möglich ist. Klar, will das vielleicht jemand besser machen? 16.000 Punkte, eiskalt. Hast du geschafft? Silber. Alter! Nicht schlecht. Krass. Ich will doch mal. Das hat ja richtig Spaß gemacht. Ich frage mich gerade, ich meine, soll das hier eine Simulation sein? Eigentlich schon, ne? Absolut. Und das heißt, das machen Leute, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Leute wirklich so tief springen im Snowboard. Die machen das schon, aber die sterben halt dabei. Okay. Hast du schon mal mit so einem gesprochen, dass er das bestätigen kann, dass er dabei gestorben ist? Ja. Okay. Oh, das wird schön hier. Man, ich lande immer mit 20.000 Punkten, aber ich... Oh, Goldmedaille, Medaille, ja. Hast du geschafft? Ich weiß nicht. 16.500 habe ich jetzt gehabt. Also ich meine, ich hätte es geschafft. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. 16.500 ist auf jeden Fall das, was man schaffen muss für Gold. Gut. Genau. Du hast 16.000 geschafft. 16.016. Nee, oder? Oh, ja. Die paar Punkte. Das Spiel gönnt einem aber auch gar nichts, ne? Nix. Gar nix. Fuck, ey. 2000 Punkte. Ich muss jetzt hier noch. Du darfst jetzt hier nicht Erster werden bei dieser Challenge. Das darf ich ja wohl. So. Fuck. Komm schon. Komm schon, Baby. Schon, Baby, komm schon. Schon, Baby. Goldmedaille 17.004. Alter, was? Ich hab sogar einen Erfolg gekriegt dafür. Das kann nicht sein. Peter, das kann nicht sein! Das nee, kann! Ich muss einmal probieren. Jetzt kann ich heute nicht schlafen. Ich muss auch nochmal. Vielleicht kriege ich ja noch eine bessere Punktzahl hin, damit du wirklich nicht schlafen kannst. Ich habe gleich noch eine geile Challenge für uns. Die ich auch noch nicht geschafft habe. Alter. Peter, wie bist du gelandet? Sehr gut. Hast du das geschafft? Ich weiß es nicht. Ich bin unkontrolliert geflogen und dann hat das geklappt. Junge, ich werde wahnsinnig. Oh, jetzt macht er wieder den langsamen. Oh, schön. Ich weiß immer noch nicht ganz, wie die Steuerung funktioniert. Manchmal macht der Haufen Loopings, aber manchmal dreht er sich nur bekloppt. Und trotzdem schaffst du mehr Punkte als ich. Ja, natürlich, ich kann's halt. Spielt mit Tastatur und weiß nicht mehr, wie die Steuerung geht. Und ich verliere trotzdem. Was sagt das jetzt über mich? Das Flaschenkompliment für dich wäre. Oh, hätte ich jetzt gelandet, hätte ich die Punktzahl nochmal geschafft. Ey, sag mal. Komm schon, Alter, komm schon. Nein. Lande, einfach nur chillig landen, ey. Baby, lande. Aber ich krieg die Landung jetzt auch gar nicht mehr hin. Okay, wisst ihr was, ihr könnt mich jetzt mal am Arsch lecken. Ich hol jetzt mal eben eine neue Challenge. Und zwar eine richtig geile. Naja, wo ist die nochmal?
Na, will das vielleicht jemand besser machen? Hey, ich hätte die... Ah. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Okay. Hä? Oder hatten wir die... Ah, doch, die hatten wir geschafft, aber... Okay, das könnte jetzt wehtun, Peter. Nee, das passt. Oh, das gibt Sattpunkte jetzt. Pass auf. Oh nein, Landung verkackt. Ich hätte schwören können. Ich hätte schwören können, ich hätte die mal nicht. Die ist hier aber auch nicht. Ich suche gerade King of Denali. Aber ich finde die nicht. Oh, wieso kriege ich es denn einfach nicht hin? Ich bekomme nicht eine einzige Landung mehr gebacken. Und diese Amateure hier, irgendwer hat doch an meinem Brett rumgeschraubt, das sehe ich sofort. Na eben, da fehlen ja auch die Räder. So. Jemand hat mein Skateboard kaputt gemacht, da sind keine Räder mehr dran. Okay, ich habe noch eine Challenge. Es war nicht die, die ich eigentlich haben wollte, aber die ist vielleicht auch mal interessant. Oh Mann, diese Landung immer. Ich hätte mein Ergebnis schon zweimal gebrochen jetzt. Aber ich kriege immer diese Landung nicht hin. Ah, du bist ja schon weg. Wieso sagst du keinen Ton? Ich bin hier. Ich warte. Ja. Du lässt mich hier mitten im Schnee zurück einfach. Okay, die Challenge ist blöd. So. Ich habe gewonnen. Haus hoch. Was will ich mehr? So. Nach wo bist du hin? Bist du in einem anderen Gebiet? Ja, ich bin 10.000 Meter entfernt. So wie immer. Bist du in den Alpen oder in Alaska? Ich bin in den Alpen. Ich sehe dich auch auf Aber der Karte. Aber ich sehe dich eiskalt. Ach doch, da. Du versteckst dich hinter... Aha. Oh, du bist schon wieder Level 15, ey. Bei dir läuft, ne? Natürlich. Meister bei der Arbeit. Das Schöne ist, bei dir stehen zwei Entfernungen dran. Einmal 1.300 und dann nochmal 10.800. Hä? What? Hä? Jetzt nicht mehr. Ich glaube, da war einfach ein anderer Spieler, kann das? Keine Ahnung. Ich warte. Hier sind noch ganz viele andere. So, also ich bin da. Hallo. Was ist die Zielpunktzahl für dich? 500. Okay, ist eine schwere Challenge. Goldmedaille 6000. Let's go, baby. Was immer ich machen muss, ich mach's. Das ist super schwer. Also, ich habe ja auch noch die Gold geholt. Nicht gut. Fuck. Scheiße. Ist aber nicht nur ein Sprung. Aha, gut. Nee, genau, es sind mehrere. Das macht's halt so kompliziert. Oh ja, nice. Und jeder muss mehr oder weniger sitzen. Dann habe ich ja jetzt eigentlich schon... Ich fange ja, mal an. Nee, mach ruhig. Also, ich weiß auch nicht genau. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich sehe nur die Goldmedaille rumflitzen. Bei ihr läuft, wie immer. Bei mir läuft nicht, wie immer. Ich lande einfach mal vor dir. Hallo. Zack. Hallo. Hä, wieso habe ich mich denn jetzt instant hingelegt? Ich bin doch voll lieb. Die Natur schubst. Hui. Komm schon, Alter. 3000 Punkte noch. Komm schon. Boah, aber hier in so einer Hütte wohnen, das wäre auch richtig cool. Ja, das wäre echt geil. Oder wenigstens mal so Urlaub machen, das will ich ja irgendwann mal machen. So zu Silvester irgendwie in so eine Hütte fahren, irgendwo in den Alpen vielleicht. Boah, da bin ich dabei. Und dann springen wir auch von diesen Bergen runter, ja? Du zuerst, ich mach Bilder. Hey. Yeah, Alter. Ja, ach nee, das war gar nicht Ziel, was ich hier mache, rumkugeln, ne? Dann... Komm, ich werde ja wohl mal in dem Ziel da unten ankommen. Ich hoffe es ja wohl. Wie viele Punkte hast du? Im Moment 395. Ah, scheiße, ihr habt die Minitricks rausgenommen. Och Mann, ich leg mich vor allem auf gerader Strecke dauernd hin. Naja, was heißt gerade Strecke, aber hier sind halt so fiese Steine. Ja, das ist super schwer. Oh, jetzt, das war erstmal was für die Bandscheiben. Und dann kann man auch nicht mehr richtig bremsen und so. Nee, also ich komme nicht mal in die Nähe vom Ziel, also die hat's in sich. Ah, shit! Och nein. Ich werde das Ziel niemals sehen. Ich komme gar nicht bis dahin. Doch, Peter, das schaffst du. Ich werde das niemals sehen. Believe in yourself. Nein. Sag meiner Frau, die ich nicht hab, dass ich sie liebe. Okay. Ah, da ist er. Du Och nein. Du bist ja ein Außenseiter. Ich knuddel mit den Felsen. Scheiße. Ich bin hinter dir. Ich beobachte dich mit der GoPro. Ich fahr jetzt in First Person. Hä? Moment. Alter, ey.
Da. Junge. Oh nein. Ah, fuck. Aber Silber schaffe ich noch, wenn ich weitermache, glaube ich. Und ich bin K.O. Also das ist schön! Bist du schon mal aus der First Person gefahren? Das kann man. Das kann man. Will ich das? Mach das so einmal und dann hast du schon direkt die Schnauze voll davon. Wie geht denn das? Jetzt beobachte ich dich gerade. Ich habe V gedrückt und dann erkunde ich dich, oder wie? Nee, für dich First Person, also für deinen Charakter. Ja, ja, aber ich habe dich gerade plötzlich, ne, gesehen. Ach so. Also ich war dir am Rücken. Ich war, nee, er ist es auch nicht. Ich weiß nicht, wie man das macht. Nun, ich würde dir sagen mit dem linken Button, aber... Ich guck einfach mal an die Option. Ich bin mal ein ganz smarter und guck mir die Steuerung an. Es ist eine Erfahrung. Gott, steht hier auch irgendwo Tastenbelegung. Ach, gucke mal. Gucke mal an. Oh Gott. Kamera nach unten, bla bla bla. Kamera vorwärts bewegen. Oh, durchgebackt, sehr gut. Ich kann meine Stimmung ändern. Moment. Was immer das auch heißt. Ach so, nee, ich meine, ich weiß, wie ich meine Stimmung ändern kann, aber. Das ist so bewölkt oder ob es regnen soll oder ob es schneien soll oder wie auch. Ach so, ich dachte, ich fange dann an zu flennen oder so. Naja, gut. Ich bräuchte das hier dann, glaube ich. Bremsen, anhalten, vorwärts. Ist das. Was ist das? Freie Kamera, Streckenkamera, Rückenkamera. Das sieht alles nicht richtig aus. Da, wo du das. Du hattest doch gerade das Fernglas, ne? Hier ist ein Fernglas, ja, Fernglas an, Kamera nach oben, Zoom, Start, Flagge hinzufügen, nee, das ist alles nix. Also wenn du, nee, wenn du fährst und die Fernglas-Taste drückst, dann kommst du in First-Person-Modus. Ach so, na dann müsste das hier eigentlich bös sein. Bö? Okay. Nee, also hier geht's nicht. Oder V? V ist doch immer Perspektive wechseln. V war das, wo ich dann plötzlich dich beobachtet habe. Das war tatsächlich das erste, was ich ausprobiert habe, dann habe ich C probiert, aber auch das ging nicht. Egal. So, willst du jetzt eigentlich noch mal ein Ziel fahren, oder? Ich würde dir so gerne mal einen Fürst, aber... 500 Punkte musst du holen, ne? Ja. Kannst du nicht einfach so safe, einfach... Also ich meine, du kannst dich ja maulen, ist ja nicht schlimm. Musst ja nur irgendwie 500 Punkte hinkriegen. Aber ist das nicht... Nee, hier ist es nicht. Ah, Taste 3. Haha. Hast du das? Oh, WTF, was geht denn hier ab? Ja, das. Genau das. Aber Hauptsache, ich schaffe die ganzen Sprünge damit, ne? Okay, doch nicht. Der Sound ist auch richtig geil von der GoPro. Oh ja, Mann. Ist ja mal richtig nice. Ich will im echten Leben so sehen. Ach, Moment. Das Geile ist, ich weiß nicht, wie ich das wieder rauskriege. Ach, mit 1. Gut. Also auf der Tastatur sind es 1, 2, 3 Tasten und so. Und wer baut denn hier Zäune hin? Den verklage ich. Hast du denn jetzt, wie viele Punkte hast du denn jetzt? 326. Und ich back mich einfach mal durch den Zaun durch. Okay. Ich mache hier noch einen kleinen Minitrick. Jetzt sind es 500 plus. Sehr gut. Ab ins Ziel mit dir. Feuer! Bring ihn nach Hause, führ mich zum Schotter. Eine Bronzemedaille aus Bronze. Pass mal auf, was ich jetzt mach. Als ob du so viele Punkte hattest, ich hasse dich. Leg dich hin, gerechte Strafe. Moment. Ah ja, gegens Hausdach springen, das ist gut. Oh, hier ist noch ein Dorf. Oh nein, ich bin tot. For real though. Da ist ein Dorf oder so, lass mal abchecken. Was geht denn ab? Ich würde gern, aber mein Board will gerade nicht. Ah, jetzt. Wohnt da irgendwer? Ja, ich hänge hier unter der Veranda fest. Das ist... Scheiße. Du darfst nicht unter die Veranda. Hier kommst du nicht mehr raus. Warte, ich hol dich da raus. Ich sprenge dich da raus. Vielleicht, wenn ich mit dem Schlitten fahre. Du mal mit deinem Schlitten, ey. Ja, der ist nützlich. Ja, toll. Jetzt bin ich noch mehr am Schlamassel. Danke, jetzt sehe ich die Hütte von innen. Ziemlich gut eingeräumt, muss man schon sagen. Ne Scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Kommst du immer noch nicht raus? Ich probier's mal. Da, au. Ja, jetzt vielleicht? Hat das was gebracht? Ja, tatsächlich. Ich bin draußen. Okay. Ja, guck.
Einfach mal mit Gewalt geht alles. Jetzt hänge ich unterm Vordach fest. Ach nee, hier geht's. Oh nein. Alles gut. Ich bin draußen. Okay. Naja, Dorf ist vielleicht übertrieben. Ach doch, da sind noch ein paar Hütten. Scheiße. Jetzt mal landen, vernünftig. Ich will das Dorf mit dir erkunden. Ich will mich hier mit dir niederlassen. Ganz kleine Lord Peterchens kriegen. Jetzt müsste ich Französisch können. Heißt das jetzt La Turt oder La Turt? Hallo. Oh, lol. Ah, fuck. Gott, so schwer bin ich nicht mehr gestürzt, was geht? Was machst du? Was machst du Schönes? Ich komme! Ah, oh, hallo. Du bist Batman. Hallo. Na, ich auch mit jetzt dem irgendwer Ding. Oder wie läuft das jetzt hier? Ich glaub nicht, nee, ich glaub nicht. Boah, guck mal, wie dick Schnee auf diesem Haus ist. Alter. Das ist schon geil, ey. Boah, Junge! Wow. Alles Weihnachten! La 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 la. Wusstest du eigentlich, dass jetzt bald noch so ein neues Steep Add-on kommt? Also ein richtig fettes Add-on? Nee. Da kann man dann quasi die Olympischen Spiele, also die Olympischen Winterspiele nachspielen. Ah, cool. Das ist super geil. Kommt da auch so ein neues Fahrgelumsch dazu? Wie bitte? Sportgerät und sowas? Ja, bestimmt. Also keine Ahnung. Irgendwie, ich glaube, am 2. Dezember kommt's. Da schon richtig Bock drauf. Gut. Ich glaube, wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Und damit auch am Ende dieses wunderbaren Let's Play Togethers, was mir sehr viel Spaß bereitet hat. Oh yeah! Gut. Ach, hier steht der Name. Hallo! La Turt. Je suis le français. Oh, nice ass. Gut. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Moment, ich komme noch schnell. Wenn ich dürfte, würde ich mich neben dir stellen. Neben dich. Wir stehen ja nebeneinander, ne? Ich bin gerade schon wieder im Panorama. Also bei mir stehst du gerade direkt neben mir. Ich stehe immer neben dir, das stimmt. Dem geilen Atomzeug. So, okay, jetzt bin ich da. Okay, wunderbar. Dann bedanke ich mich erstmal dafür, dass du hier vorbeigeschaut hast. Es war mir eine Ehre. Na, mir auch, immer doch. Ach nein. Oh mein Gott, okay, gut, dass das jetzt hier aufhört. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt und wenn ihr vor allem noch mehr von diesem Together sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare und lasst auch vor allem Daumen nach oben da. Und wenn ihr die andere Perspektive vom Lord Peter sehen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal seinen Kanal ab. Der ist auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt. Ganz genau, Freunde. Und andersrum, bei meinen Leuten ist es natürlich genauso, ne? Schaut in die Beschreibung, der Kalli ist verlinkt. Und ich leg mich hier nonstop hin mit dem Zeug. Okay, Freunde, noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Macht's gut.